Freitag mit Optimus. Was wollen Außerirdische von uns? Man liest und sieht heutzutage immer mehr über UFOs und Außerirdische. Die UFOs zunächst mal außen vor. Ich habe mich mal gefragt, was diese Außerirdischen, wenn sie tatsächlich unsere Planeten ausgucken oder gar hier sind, von uns wollen. Oder wollen sie nichts von uns, sondern von unserem Planeten? Da kommen wir zum ersten Punkt, was für die extraterrestrischen Intelligenzen vielleicht interessant an uns bzw. unserem Planeten wäre. Unser Planet, die Erde, ist ein Naturwunder. Biologie, wo man hinguckt. Alles ist so lebendig, alles wächst und gedeiht. Angefangen bei einfachen Parasiten bis hin zu den komplexesten Organismen, wie zum Beispiel der Mensch. Ein Planet, auf dem sich auf höchstem Maße Lebewesen, ich nenne es mal, züchten lassen. Außerdem besitzt unser Planet viele Erze und Gesteine, die auf dem Planeten der außerirdischen Intelligenzen vielleicht nicht existent sind. Bei diesem Thema darf man seiner Fantasie freien Lauf lassen und niemand kann beweisen, welche Theorie am Ende die richtige ist. Der amerikanische Forscher Robert Bob Lazar sagte einst, dass unsere Kinder circa im Jahre 2020 mit außerirdischer Intelligenz zusammen aufwachsen, als wäre es schon seit eh und je so gewesen. Das war's, mein Wort zum Freitag.